What to do, what to do. Egal, da müssen wir jetzt draufhalten. Das bringt alles nichts. Nein! Och Leute! Ihr steht direkt daneben und tut nichts. Vollidioten. Geh mal hier in Deckung. Wo kommt ihr denn jetzt her? Der trifft nie. Der trifft doch. Also einen Toten haben wir mindestens immer in jeder Runde hier. Feuer. Meine Knarre ist alle. Das ist schön. Verplätte ihm mal eine. Oh, einen ganzen Schaden. Wahnsinn. Bin ja fast begeistert. Oha. Der hat sich zweimal bewegt. Ja, dass du tot bist, war mir auch fast klar. So, Torres. Triff. Tu dir selbst einen Gefallen und triff. Das ist keine Bedrohung mehr. Mir geht die Munition aus. Und du wirst jetzt mal mit dem Plasma-Präzisionsgewehr einen Präzisionsschuss auf dieses Vieh da hinten abgeben. Weh, du triffst nicht. Na wunderschön. Wie aus dem Lehrbuch. Ja. Drei Tote ist wie aus dem Lehrbuch, ist klar. Naja, zwei Tote, ein Schrotthaufen. Panik in Südafrika? Willst du mich verarschen? Die warpen sich immer durch die Erde durch. Das finde ich jetzt so ein bisschen merkwürdig. Wir sollten nicht einfach untätig rumstehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, unseren Truppen zu helfen. Mhm. Bestätigen. Truppsicht. Panik in Europa, Panik in Wir Afrika. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Wollt ihr mich verarschen? Lagezentrum. Südafrika. Ereignisliste, Hyperwellenverbindung, Ratsbericht. So rum. Da können wir nicht mal ein. Da können wir ja noch nicht mal ein Dings hier. Ägypten kriegt einen Satelliten, Nigeria kriegt einen Satelliten. Frankreich vielleicht auch, müssen wir mal gucken. Südafrika, da müssen wir gleich drauf verzichten, fürchte ich mal. So, sollen neue Soldaten. Wir scannen erstmal. Kalkutta! Skyranger losschicken! Und wir haben keine Leute! Im Einsatz, aktiv. Wo ist der? Was? Thunder 3 ist doch nicht im Einsatz. Wieso kann ich den nicht auswählen? Ich hab den gebaut, ich kann ihn nicht auswählen. Warum nicht? Das können wir nicht machen. Indien hat sich zurückgezogen. Ja, ja, ist klar. Allsehend, allwissend.
Internetverbindung online. Was ist das hier? Diese komischen Dinger da. Nach Aktivitäten scannen. Eingehende Übertragung. Ja, ist egal. Commander, wir haben soeben die Unterstützung eines weiteren Ratsmitglieds. War mir verloren. Klar. Das bedeutet nichts Gutes für XCOM, Commander. Diese Sag bloß. Jüngsten Austritte aus dem Rat sind eine ernste Sache. Ja, es war mir fast klar. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, War Commander. Mir auch klar. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, das war mir auch fast Denken klar. Sie daran, wir behalten Bau, Sie kaufe Gegenstände. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... noch ein bis zwei Satelliten. Nehmen wir erstmal ein. Dann hätte ich gerne noch einen Firestorm mehr. Dann machen wir gleich zwei draus vielleicht. Nein, haben wir nicht. Wir machen einen draus. Auftrag erteilen. EMP-Kanonen würde ich dann ganz gerne auch noch... Na, zwei Stück haben. Von rechts quakt mich gerade mein Kater voll, weil er schon wieder Hunger hat. Er hat aber auch ein Da wir echt im schlechtes Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Ja, das frage ich mich auch gerade. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Technikabteilung, nein, ich will in den Hangar. Schiffsliste ansehen. Okay, Firestorm im Bau. Demon und Raven. Demon. Waffe ändern. Ich würde sagen, da nehmen wir doch mal eine Plasma... Nee, da nehmen wir eine EMP-Kanone für. Und du hier bekommst auch die EMP-Kanone. Okay, halt. Das wollte ich noch nicht zumachen. Du wirst Südamerika, Asien, Südamerika. Du wirst bekommen eine andere Waffe, und zwar die Plasmakanone. Bin immer noch nicht fertig. Und dann würde ich dir gerne in Südamerika auch nochmal eine andere Waffe geben, nämlich auch die Plasmakanone. Bestätigen. Okay. Waffe ändern. Phönixkanone, die kriegst du erstmal. Europa bleibt ein Demon. Okay. Haben wir das auch? Vorentdeckt. Abfangjäger starten. Was haben wir denn? Raven Plasmakanone. Feind ist anvisiert. Nun mach mal was. Ui. Fangjäger keinen Kratzer abbekommen. Skyranger losschicken. Du bearbeiten. Bewaffnung. Sturmgewehr weg. Plasma, Panzerrüstung, Schalenrüstung, Pistole, Laserpistole, Splittergranate weg. Und ein Medkit rein. Du bist ausgerüstet, Deine... Ui, schick. Holozielen, das nehmen wir auch mit. Blitzreaktion. Schredderrakete. Das ist natürlich auch eine nette Sache, die nehmen wir jetzt.
Das nehmen wir. Und das nehmen wir. Bewaffnung. Schalenrüstung. Du kriegst den schweren Plasmawerfer. Und dann bekommst du noch ein Medkit mit da rein. Jetzt haben wir dich ausgerüstet. Und jetzt müssen wir den Rekruten hier nochmal bewaffnen. Schalenrüstung. Plasmagewehr. Und Medkit. Und die Pistole bleibt. Gut. Zurück zur Einsatzbestrechung. UFO-Absturz. Skyranger losschicken. Hätte ich eben schon machen sollen, verdammt. Ausgerüstet sind sie alle. Ich würde sagen, Einsatz starten! Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Ja, beginne den Angriff. Machen Sie sich einsatzbereit. Operation Leerer Schädel. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Einsatz starten. So, Leute, ausrücken. Es geht wieder ins Gefecht. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet Ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Gut, an dieser Stelle sage ich dann erstmal, ich mache eine kleine Pause und deshalb bis später. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, wir haben ja das UFO abgeschossen. Jetzt wollen wir mal gleich gucken, ob wir dem hier so ein bisschen auf die Pelle rücken können, ohne dass uns hier gleich wieder alle Leute sterben. Wollen wir mal sehen. So, der wird hier vorne gleich mal auf Feldposten gehen. Dann wollen wir gleich erstmal so ein bisschen absichern, was wir hier haben. Schon an Gelände vom Start her. So, mein bester Du. Du wirst hier einmal Feldposten schon mal spielen. Du rückst mal bitte vor bis hinter diesen Stein. Das UFO ist in dieser Richtung, habe ich eben schon gesehen. Und dann wollen wir mal sehen, wie oft wir heute wieder mal daneben schießen hier. Macht da auch Feldposten und leichte Plasmawumme. Du gehst hier mit hinter... Du bleibst erstmal hier, wo du gerade bist. Dich kann ich nirgends in Deckung bringen. Mal vorkratzen. So. Ja, so. Er macht wieder Feldposten. Schredderrakete. Ach, das war die. Stimmt, die hatte ich ihm ja gegeben gehabt. Damit er die anderen ein bisschen mehr Schaden machen können. Wirst dich mal hierhin weiter begeben. Die Mauern sehen so ein bisschen aus wie bei Diablo 2 oder 1. Ah, 2 wird das gewesen sein. So, was machen wir jetzt mit dir hier hinten? Du musst gleich mal dorthin, aber vorher muss er mal los hinter ihm hier. Gut, macht der Dorffeldposten. Torres. Ach, der lebt immer noch. Oder ist das schon ein neuer Torres?